Willkommen zurück zu Chicken Invaders 4, Leute. Das ultimative Omelette. Zum letzten Part. Ich finde es sehr schön, dass sie die Intro-Musik als Level-Musik benutzt haben. Aber okay. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich mich das letzte Mal im letzten Part so aufgeregt habe, aber... Das wird nicht besser, weil jetzt kommt das letzte Level und das habe ich schlimm in Erinnerung. Obwohl ich sagen muss, das geht eigentlich noch. Ich meine, ich habe die Blitzwaffe, die ist okay. Immer noch hier meine Sub-Weapons. Power-Up. Okay, also jetzt werden die einen hinterhergeschmissen wie nichts Gutes. Lasst die Spiele beginnen. Ach ne, das wäre mit Fußball. Ja, genau, zwei Bälle. Und die kacken natürlich auch noch. Aber die Bälle kann man ja zerstören. Wie wir ja festgestellt haben. Ungläubigerweise. Also, solange wir die Barriere kaputt machen, bin ich damit auch zufrieden. Schieß mal. Das scheint tatsächlich Schaden zu machen, diese Giftschleimkanone. Komm, mach weg hier. Oh, Blitz. Ich hätte auch zur roten Waffe. Nee, alle Bälle sind noch da. Und die können mich nicht mehr angreifen mit dem Ball. Da kann man die Bälle zerstören. Anscheinend ja schon, weil einer ist jetzt weg. Ja, die könnten jetzt erstmal gar nichts. Okay, ja, man kann sie zerstören. Sehr schön, was kommt jetzt? Hühnerroulette. Hühnerbrünett. Na denn. Wes. Okay, das kam sehr unerwartet. Wie? Jetzt reicht's mir. Ich werde hier nicht Game Over gehen, weil so schwer ist dieses Level nämlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der Final Boss schwer war, aber ich habe keine Raketen mehr. Hühnerringe. Das hat man doch... Och, ne. Och, ne. Ach, du Scheiße. Oh ne. Oh ne. Ey, sag mal, ist Stern? Ich hab keine Bomben! Ja. Brauchen wir noch eines. Ich schieß einfach mal. Wow. Gib das alles her. Das ist sehr besonders wichtig. Ja. Okay, gut. Hühnerfestung? Lass das Beste. Ach, das hat man auch schon mal. Und da ist ein Container. Ach, da wird doch bestimmt irgendein Bullshit drin sein. Es sind aber auch immer mehr Hühner hier. Maximum! So, das hätte ich gerne.
Oh Gott, das kann jetzt hier Millimeterarbeit werden. Das Ganze ist aber auch schon Millimeterarbeit geworden. So, den Container zerstöre ich jetzt. Egal, was da drin ist, es wird schon irgendwie helfen. Mach kaputt! Er sieht sie, die Giftbrühkanone. Die ist ganz nett. Boah, Riesensandwich. Ja, schick. Was kommt jetzt? Hühnerautomat. Oh, das wird ja super. Naja, so großartig hilft es ja nicht gegen die Dinger. Da müssen schon härtere Sachen ran. Zum Beispiel das hier. Oh oh. Oh oh, ob das so gut war? Nein, war es nicht. Boah, scheiße. Naja, okay. Ob es jetzt gut oder schlecht war, lässt sich darum streiten. Ja, ich krieg das in den Griff. Der gute Onkel Max hat das. Ich darf einfach nichts sagen. Ich darf gar nichts sagen. Schreibt es euch hinter die Ohren, wenn ihr ein Spiel spielt, ihr dürft nichts Positives sagen. Immer etwas Negatives. Ich werde sterben. Ich werde von einem Laser zerbrutzelt. Ich werde mit null Power-Up zum Boss kommen. Ich werde einmal nicht aufpassen und überhitzen und dann von einem Huhn getötet werden. Ich werde eingeengt und kann nicht mehr ausweichen und werde vollends getroffen. Ja. Jetzt müsste ich es eigentlich schaffen. Nein, was habe ich gesagt? Ach Mensch. Dieses Spiel bringt mich um den Verstand. Ja. Müssen da diese kleinen Viecher rauskommen. Das wird nichts. Ich habe nur noch einen Blitz. Und die rücken ja auch keine Power-Ups raus. Problem ist, ich muss diese Welle schaffen, wenn ich einen Begnadigungsbonus haben will. Und wenn ich mir ansehe, dass die Hühner hier knapp so viel aushalten wie den Boss... wird das so eine Sache. Also diese Welle ist scheiße bis oben hin. Nein, das war schlecht. Jetzt habe ich es nämlich mit ganz viel Scheiße zu tun. Ich mache es hier so wie mancher Politiker. Ich denke nicht erst nach, dann handle ich und dann entscheide ich und dann handle ich. Ich mache das andersrum, ich handle erst und dann denke ich nach. Mann. Das darf nicht angehen. Ah! Okay, damit dürfte ich jetzt mein Ende besiegelt haben. Ja. Ja, es wäre ein Wunder, wenn ich das noch hinkriege. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jetzt noch hier irgendwie reiße, ist genauso gering, wie dass ein Mensch zum Saturn fliegt und lebend wieder zurückkommt. Nämlich gar nicht. Wo sollst du dich denn dahin bewegen?
Also sie nehmen zwar immer Schaden, irgendwann werden sie ja krepieren, aber... Wann ist die gute Frage? Oh, hier wird beschossen, ich werde hier bedroht. Und außerdem belästigen die Viecher meine Privatsphäre. Ja. Stellt euch mal vor, das ganze Level nur dieses Power-Up. Ihr sitzt bestimmt so hechelnd vor dem Computer und denkt euch, wann stirbt er, wann stirbt er, wann stirbt er? Das kann nicht mehr allzu lange dauern, Leute. Das ist wie mit, das ist wie beim FCM mit dem Tor. Das kann auch nicht, das kann immer auch nicht allzu lange dauern. Also das, naja, egal. Was rede ich da? Gibt's ein besseres Beispiel dafür? Nein. Ist eigentlich schon irgendjemand hier gestorben? Ich greife einfach an, aber ja, da ist jetzt einer gestorben. Weil je weniger da sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe. Aber die wollen ja nicht sterben. Das sind die Oberhühner, nicht Hörner. Ja, das sind Oberhörner. Die Hörnchen. Oh, gern. Wie spät ist es? Es ist 8:45 abends. Und ich spiele das Spielchen hier. Na geil. Na bitte nicht! Du Kacken. Okay, es ist weg. Ich habe gerade gute Lust, Suizid zu machen. Aber es würde natürlich schon extrem von Skill zeugen, wenn ich das so lange wie möglich überlebe. Und das versuche ich auch. Weil nach dieser Welle kriege ich einen Begnadigungsbonus. Der steht mir sicher. Dann bin ich wieder einigermaßen auf dem Dampfer. Ja, geil. Der hat so überraschend geschossen, da konntest du nicht ausweichen. Ein kleiner Trost dabei ist wenigstens die Game Over Musik. Die finde ich nämlich super. So. Wir haben 5 Leben. Unsere Power-Ups sind alle wieder da. Jetzt dürfte es eigentlich funktionieren, wenn ich mich jetzt nicht nochmal so scheiße anstelle, aber... Ich muss Raketen sparen, das ist ganz klare Sache. Wenn ich Raketen spare, dann kann ich die bei der Welle raushauen wie nichts Gutes. Und dann hat sich das. Es tut mir ja leid für euch, dass ihr euch das anschauen müsst, wie ich die ganze Zeit krepiere. Oh meine Fresse. Mein Kanal ist sowieso am wackeligen Rand des Abgrunds. Was ein völlig falscher Satz war, aber mir doch egal. Hauptsache, der Sinn stimmt. Und er stimmt. Na, jetzt kommt er. Am wackeligen Rande des Abgrunds. Ich bin jetzt am überlegen, war das richtig? Was soll denn das? Die schießen die ganze Scheiße so überraschend und schnell, dass du doch gar nicht vernünftig ausweichen kannst. Boah, das Ding bringt 10 Hähnchenpunkte. So nenne ich das jetzt einfach mal. Und da waren es nur noch 4. 120. Da kann man schöne Boni freischalten. Das garantiere ich euch. Da muss ich eine Bombe benutzen.
auch so eine Assi-Welle hier. So schlimm. Weil die schießen erstens schnell und zweitens überraschend. Sehr, sehr überraschend. Unglaublich. Okay, was? Hühnerringe. Ach, das war ja das. Geht die Explosion etwa durch die Blasen durch? Das probiere ich jetzt mal aus. Achtung. Tatsächlich. Okay, Rakete. Ja, die nehme ich gerne mit. Die ist echt nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht. Uah. Mein Herz. Mein Herz. Hühnerfestung. Ach, das war das. Wann kam denn das, wo ich verreckt bin? Ja, schaut euch das an, wie stark das ist. Ich darf jetzt bloß keinen Fehler machen. Okay, Power-Up. Das ist super. Ja, mit der Waffe werde ich auch zum Final Boss ziehen. Sollte ich ihn nochmal erreichen. Aber ein Game Over war quasi schon vorprogrammiert. Die Raketen spare ich jetzt für diese komische Hühnermaschine da am Ende. Also da, wo ich gestorben bin. Wir kämpfen ja auch gegen eine Maschine. Wir haben ein extra Leben bekommen. Somit ist mein Fehler wieder ausgeglichen. Ja, oder? Hätte jetzt natürlich 6 Leben haben können, aber... Oh, der Flammenwerfer. Das ist aber eine andere Waffe, oder? Vorhin war da doch diese Rotzkanone drin. Der könnte hier sich sogar als gut erweisen. Pass mal auf. Okay, okay, warte. Naja. Einfach mal machen und hoffen, dass ich überlebe. Schießen, 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 schießen. Okay, ich werde jetzt mal keine weiteren Missile mehr schießen. Ansonsten habe ich mit noch mehr Hühnern zu tun, als ich es jetzt schon habe. Spannung, wird er es... Boah, bloß weg damit. Wird er es schaffen? Oder wird er sich doch einmal treffen lassen? Ich glaube ja fast, ich lasse mich nochmal treffen. Echt behindert die Überhitzung. Okay, wir haben noch eine Rakete bekommen. Unsere Kraft beträgt 14. Ich glaube, es wird nur um 5 reduziert, wenn wir getroffen werden. Oder halt eben um die Hälfte. Ich weiß das immer noch nicht. Vielleicht auch um ein Viertel oder sowas. Wisst ihr das? Ich weiß es nämlich nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber ich weiß es nicht. Nicht, dass es mich wirklich interessiert, aber es ist einfach schön zu wissen. Tatsache ist, die Kraft wird ja reduziert, wie wir ja mittlerweile schon alle wissen, ne? Puh, habe ich es doch ohne Schaden geschafft. Die Waffe ist der Oberhammer. Ausgedehnter Sturzflug. Auch das hat man, glaube ich, schon mal. Da kenne ich nichts. Was ist das? Ja. Was war das für eine Laschi-Welle? Was? 3 Ringe-Zirkus. Das ist die letzte Welle. Mama! Okay, Schatz, das Power-Up. Einfach die angreifen. Schlüssel. Letzter Gegner. Okay, das könnte ein sehr knappes Rennen werden gegen den Final Boss. Aber ich habe sogar ein bisschen Zuversicht. 3 Container. Wir haben den Flammenwerfer, den kann ich eigentlich wegmachen, weil der ist ja schon leer.
Die MG habe ich zur Auswahl. Ansonsten den Vogelgrippen-Scheiß, den nehme ich mal mit. Und hier haben wir noch ein MG. Ja, dann nehme ich mir die MG mit. Final Boss. Eierkanonen-Konfrontation. Endlich habe ich dich, du übergroße Erbsenpistole. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, hat der Leben. WTF. Okay, das wird definitiv ein längeres Unterfangen. Heilige Scheiße. Ja, der ist sehr stark. Der kann momentan nur diese Hühner schießen, aber ab einer bestimmten Prozentanzahl macht er einen Phasenwechsel. Dann kann der auch noch mehr attacken. Und einen Phasenwechsel macht er auch mehrmals. Der hat... Ja, bis jetzt macht er... Oh, Power 8. Bis jetzt macht er auch nur das hier. Es ist schwieriger, als es aussieht, Leute. Die Musik hat auch was. Ich finde die Ansicht übrigens cool. Alter! Alter, wie viel Leben das Ding hat! Ja, okay, das Ding ist ja auch riesig. Von daher ist es schon nach... Ja, Phasenwechsel, Phasenwechsel. Oh-oh. Da muss ich wohl darauf zurückgreifen. Okay, jetzt kann er... Laser. Nein! Ach, ich konnte die Maus nicht mehr richtig bewegen. Okay, der Laser ist echt behindert. Ich nehme mal die... Ah, ist das gemütlich. Macht das Schaden? Antwort... Naja... Ungefähr so viel wie jede andere Waffe auch. Ja, 3%. Also 0,03% macht es halt eben immer. Ich mache einfach mal so. Vielleicht ist er ja ein nettes Power-Up oder sowas dabei. Ach, siehst du, die rote Knarre, die nehme ich wieder mit. Ja, da fliegen die Kugeln. Hör auf, Kassel. Oh, Power-Up. Naja, nicht wirklich, dass ich mir was bringt, aber hör. Ah! Ah! 4 Leben haben wir noch. Geben die Hühner eigentlich Punkte während eines Kampfes? Ja, aber sehr wenig, oder? Ja, aber wenig. Oder geben die auch immer so viel, so wenig Punkte? Ja, abknallen, abknallen, abknallen. Ich bin gespannt, was da noch alles auf dem Kasten hat, der Kerl. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ist das lange her, dass ich das Ding kaputt gemacht habe. Kaputt gemacht! Kaputt gemacht! Geh kaputt! Kann ich eigentlich? Ja, ich kann. Ich darf halt eben bloß da vorne das Ding nicht probieren. Aber das ist halt nur Hintergrund da hinten. Eigentlich müsste er ja in die Eierkanone reinschießen, ne? Stattdessen trifft er nur den Rand. Aber ich will ja nicht meckern. Der Boss ist ganz cool designt, also ich mag den. Wie ihr seht, auch nicht so die große Katastrophe wie jetzt der andere von vorhin. Eigentlich ist gar kein Boss so die große Katastrophe. Außer die Krabbe. Die ist scheiße.
34%. Schneller kann man den aber auch nicht wirklich vernichten. Der dauert schon so lange. So, das soll auch so sein. Es ist auch hier völlig egal, mit welchem Power-Up, mit wie viel Kraft ich hier reingehe. Also ein Unterschied macht es schon wegen dem Aussehen. Wegen dem Aussehen der Waffe. Ich meine, wenn ich jetzt hier auf Stufe 1 reingehe, dann kann ich nur eine so eine rote Kugel schießen. Er schießt sich hier wie viel? 20? 30? Ja, schon eher so 10, aber nicht. So, bei 40% macht er nochmal einen Phasenwechsel. Mal schauen, was er dann so Neues drauf hat, der Bursche. Ja, komm. Verschwinden die Hühner? Nein, tun sie nicht. So, was kannst du jetzt neu? Okay, Power Up. Dit. Und den Rest lasse ich mal da. Yes. Ah ja. Ich kann mal so einen Laser schießen. Aha, okay. Nehme ich zur Kenntnis, ist aber auch nicht schwer. Nur wenn du halt eben vergessen hast, dass er das macht. Würde er das öfter schießen, dann wäre das ein Problem, aber nee. Ich hau hier auf meine linke Maustaste, das ist unglaublich. Oder würden sie schneller kommen? Ja. Das Einzige, was den Boss wirklich so spannend macht, ist, dass er so unglaublich viel aushält. So, von allen Seiten. Ich gönne meinen Daumen mal eine Pause. Oder meinen Zeigefinger. Auf zu schießen, Vieh. Schlüssel hinten, alles Paletti. Ralali, ralala, ralala, sasa. Na? Und wie war denn euer Tag? Ich glaube, die wollen alle nur nach Hause. Komm aus der Arbeit. Vor der Eingangstür, beziehungsweise vor der Ausgangstür ihrer Arbeit, steht da so ein Irrer mit einem Schiff und tötet die alle. Und da denkt man sich auch nur, das war vielleicht ein scheiß Arbeitstag. Oh, der macht doch schon wieder gleich einen Phasenwechsel, sehe ich. Wenn du mit so solchen Sachen ankommst, dann wird das nichts. Dann haben die Hühner die Waffe wirklich schlecht gebaut. Der konnte doch noch so ein riesiges Ei schießen. Wo bleibt das denn? Ja, Phasenwechsel. Oh Gott. So Zeugs fällt. Ah, da schießt er doch ein Ei. Okay, muss einfach nur drauf halten. Ja, ich weiß, dass ich wieder zu dieser Waffe gewechselt habe, aber das wollte ich auch. Schießen wir nochmal mit was anderem ab. Wo ist da denn die Schwierigkeit? Hm? Ja, also fies. Du kannst dir jetzt ja schon mal irgendwelche letzten Worte überlegen. Ich glaube, dass ich sogar das ohne einen Tod hinkriege. Also da war der von Chicken Invaders 3 schon wesentlich schwerer. Sehr, 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 sehr viel schwerer.
Ja gut, ich muss aber auch sagen, bei den Final-Bossen haben sie sich nicht wirklich viel Mühe gegeben. Also doch, haben sie sich schon, aber mit den Attacken hätten sie ein bisschen mehr Einfälle gehabt, weil ihr seht, nicht eine Attacke kann mir irgendetwas anhaben, außer jetzt vielleicht dieser eine Fehler von vorhin. Aber okay, unsere Mission zählt. Wir machen dich kaputt! Ach, mach's gleich schon wieder einen Phasenwechsel. Der letzte. Das ging ja schnell. Ach, letzte Phase. Yeah! Und da nehme ich nochmal die rote Kanone. Rote Kanone. Und dann da bitte noch das Power-Upchen für den unwahrscheinlichen Fall. Was kannst du jetzt denn Neues? Zeig es mir. Ich weiß es nicht. Jetzt macht er das erstmal wieder. Ja, schaut euch das an. Ich mach die ganze Eierschale. So, was kommt jetzt? Aufpassen. Sieht ja ganz nett aus. Mann, es tut mir fast schon leid, dass ich so etwas zerstöre. Das ist witzlos. Das ist witzlos. Ohne Witz. Also der Boss, der macht schon Spaß irgendwie. Der ist cool. Aber naja. Seht ihr ja selbst. Von anspruchsvoll ist hier keine Rede. Das Schwerste ist sogar das hier. Wobei schwer da auch relativ ist, weil die da zwei Attacken mehr oder weniger kombinieren. Das ist Pipi-Kram. Das ist mit der Waffe gar kein Problem. Ich bleib einfach hier stehen und schieß da hier. Schwierigkeit, wo bitteschön? Und das ist das Allerleichteste. Ja, kaputt. Kaputt. Na los, irgendwelche letzten Worte. Es kann nicht mehr allzu lange dauern. Na denn. 3, 2, 1. Ja, mehr oder weniger zeitgleich. Das war's. Spektakulär brillant. Kaputt. Und? Oh ja. Ausgezeichnet. Du hast es geschafft. We did it. We did it. Ich mach's nicht kaputt. Du hast es wirklich geschafft. Das war doch nicht der Rede wert. Klasse. Du hast die berüchtigte Eierkanone besiegt. Bestand daran niemals ein Zweifel? Naja. Du hast die Menschheit vor dem Omelette-Geschmack-Untergang bewahrt. Ich bin ja kein Fan von Omelette. Und die Zukunft von saftigen Hühnchenburger gesichert. Ehrlich gesagt, du bist der Beste. Sag ich doch. Ich bin echt beeindruckt. Das hätte selbst der Navigator hingekriegt, das Ding zu verdienen. Aber da ist noch eine Sache. Ist das das Ending? Etwas von größter Bedeutung. Nicht größerer. Hallo, könnte ich bitte... Ich lese das jetzt nicht vor. Warte einen Augenblick. Was ist es? Ach, nichts. Stell dir nur sicher, dass es keine fehlerhaften Portale gibt, die meine Blablabla machen. Okay, wie ich schon sagte. Ich nehme den doppelten Hühnchenburger und extra Käse und Essiggurken. Ebenfalls die Familienbestellten einmal mit Hühnchenflügel und Geflügelsalat, behalte die Mayo und den Salat. Zwei dicke Scheiben, die erhöhen bis sie den Nein macht davon 3. Lassen wir unseren Helden zu einer wohlverdienten Mahlzeit kommen.
der bestellt und bestellt. Mit dem Wissen, dass unsere kleines Zuhause in der Milchstraße wieder einmal sicher ist. Das war so falsch vorgelesen. Fürs Erste. Ja, es gibt nämlich noch einen fünften Teil. Und der ist episch. Jetzt kommen die Credits. Das tue ich mir noch an. Chicken Invaders UO Ultimate Omelette oder Chicken Invaders 4. Schönes Spiel. Nein, nein, wirklich. Es ist ein schönes Spiel. Tatsächlich. Okay, das sind wirklich die Credits. Ich dachte, jetzt kommt wieder das Intro. Ja, 2015 haben wir das auf Dings hochgeladen. Auf. So, wie mache ich das jetzt? Aha. DB Musikproduktion Anpassung. Der Thorsten! Ha! Der Thorsten! Deutsch, Romania, Portugies. Die haben das echt in verdammt viele Sprachen übersetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sprachen. Das ist gut. Qualitätssicherung. Ja, die sind gut. Die sind gut. Ich mag die Grafik von dem Spiel. Ist aber kein Vergleich zu der Grafik, die es im fünften Teil gibt. Oh, das wird super. Der fünfte Teil ist der beste Teil. Ich frage mich immer noch, warum es keinen sechsten Teil gibt. Der hätte es echt verdient. Nach diesem Erfolg. Jack Chapman. Spyro. Ach schön. Skylanders. Um Schleichwerbung zu machen. Fisk. Frisk. Ah, was gibt's für das Spiel zu sagen? Ja, ich habe nochmal nachgesehen, das Spiel kostet 5 Euro auf Steam und Leute, das lohnt sich eigentlich. Da kannst du echt nicht meckern. Das Spiel ist für die 5 Euro echt okay. Mehr als okay für mich. Also das Spiel, da hat man seinen Spaß damit. Wie man ja bei mir gesehen hat, ne? Ich hab keine Lust mehr auf die Credits. Nanu? Okay, was ich noch machen möchte, ist die Belohnungen. Was können wir da freischalten? Start komplettiert, fester Sauerstoff. Ach so. Gestreifte Hühner tragen Turnanzüge. Zeigt erreichten Schaden in Prozent pro Welle. Das ist ganz okay. Zeigt die Punkte, die der Spieler erhält. Ja, okay. Zeigt den Feinden zugefügten Schaden. In Zahl? Zerstörungsanzeige im Cockpit anzeigen. Erlaubt die Benutzung der Vulkanwaffe aus Revenge of the York. Das ist der Vorgänger. Plasmawaffe. Wie? Schießt statt Raketen Minen ab. Okay. Alle Waffen sind ab der ersten Welle verfügbar. Alle Satelliten sind ab der ersten Welle verfügbar. Erlaubt den Ersatz der absoluten Gangwaffe. Die kenne ich, das ist so eine Gabelwaffe, aber okay. Pilot Han Solos Raumschiff. Ja, da kann man halt eben mit dem Design von Han Solo fliegen. Zusätzlicher Satellitenandockplatz. Achter Backbord. Okay, was ich mir holen werde, ist das da. Das hört sich interessant an. Das schaue ich mir jetzt kurz mal an. Wie darf ich mir das denn vorstellen? Kommen jetzt echt Zahlen oder haben die eine Lebensleiste? Das ist eine Schadensanzeige! Alter! Da bin ich jetzt echt am Überlegen. Das ist ja mega cool, dass sie da eine Schadensanzeige jetzt haben. Hahaha!
Das finde ich jetzt allerdings echt super. Okay. Da bin ich jetzt am Überlegen, weil ich glaube, dieses Feature gibt es nämlich auch im 5. Teil. Passt auf, Leute. Ihr seht ja, wie das mit den Zahlen aussieht. Ihr könnt mir hier in die Kommentare schreiben, ob ich dieses Feature im 5. Teil benutzen soll, dass da halt eben auch die Zahlen angezeigt werden. Das könnt ihr entscheiden. So, was gibt's da denn noch alles für gute Sachen? Was? Zerstörungsanzeige im Cockpit. Wie darf ich mir das vorstellen? The fuck is that? The fuck is that? Ich habe es einfach mal probiert. Kombo-Schaden? Wenn dann aber nicht sonderlich gut gelöst. Ja, okay. Entscheidet ihr, ob ich für das nächste Let's Play das machen soll? Auf jeden Fall ist das ein saugeiles Feature mit den Zahlen. Das macht richtig viel Spaß. Oh, das kann man aber auch nicht zurücksetzen. Das heißt, es ist dann für immer da. Okay. Ah, ne, hier kann man ein- und ausschalten. Es ist nur angezeigt, dass man das nicht mehr ausschalten kann. Das sieht auch interessant aus. Das war Chicken Invaders 4. Im nächsten Let's Play, wo ich noch keine Ahnung habe, was das sein soll, sehen wir uns wieder. Tschüssi!